Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktkommentar heute am Freitag, den 7. Dezember. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und wow, ja, das war eine Woche, die war nichts für schwache Nerven an den Aktienmärkten. Montag begann es nach dem G20-Gipfel mit einer riesen starken Rallye, mit einem mega großen Gap. Und diejenigen, die regelmäßig unsere Marktanalyse hören, die werden sich erinnern, wie wir das Ganze analysiert haben und was wir dazu gesagt haben. Wir haben gesagt, hier oben ist letztendlich der Verkaufsbereich. Wir geben zu, ein kleines bisschen höher hätten wir es gerne gehabt, um optimales Verkaufslevel zu bekommen. Aber ihr habt im Future Live Trading Room gesehen, wir haben uns es dennoch gelungen, hier am Dienstag diese Bewegung hier nach unten zu erwischen. Und ja, das war natürlich Schwierigkeitsgrad Nummer 3 oder 4 sogar. Also war auf jeden Fall nicht die leichteste Art zu traden, auch wenn man dann, wenn man im Trade drin war, riesige Gewinne gemacht hat. Aber es war nicht so ganz so einfach, da reinzukommen. Laut Sequenztrading bleibt der Markt natürlich die ganze Woche short und war die ganze Woche short. Das hat auch die Aufwärtsbewegung am Anfang der Woche nicht geändert. Und man sieht eben, man muss solche Nachrichten nutzen, um entsprechend gut in diesen Markt einzusteigen. Und jetzt haben wir das Dilemma, viele haben auf diese Jahresendrallye gehofft und haben sie erwartet. Naja, was haben wir gesehen? Wir haben den DAX an Jahrestiefs. Wir haben den DAX kurz vor dem Bärmarkt im klassisch-technischen Sinn, also 20% Rückgang vom Hoch. Da fehlen irgendwie 200 Punkte noch. Dann ist der DAX in einem sogenannten Bärmarkt-Territorium. Wo ist der Unterschied zwischen einer einfachen Korrektur und einem Bärmarkt? Naja, man sagt so, sobald dieses Bärmarkt-Territorium erreicht ist und es sich nicht mehr um eine Korrektur handelt, dann dauern eben diese Bewegungen und bis der Markt wirklich neue Hochs erreicht, viel, viel länger als üblich. Und ich glaube, dass ja, dieses Muster, was wir so die letzten 10 Jahre gewohnt waren, naja, dann gibt es mal irgendwo eine Krise, dann geht es mal 1-2 Monate runter, vielleicht sind es auch mal 4 und dann ist wieder heile Welt, da können wir uns endgültig von verabschieden. Und ja, wir haben interessanterweise, wenn wir uns das AEI-Sentiment anschauen, was ja so super, super bärisch an den Tiefs letzte Woche war, sodass dieser Pullback nach oben gar nicht so erstaunlich war. So schnell hat sich das dann auch wieder, als der Markt entsprechend über das Wochenende nach oben gelaufen ist, zwar jetzt die Woche runter auf die bullische Seite gedreht. Das heißt, wir sind hier im historischen Average, ungefähr 38% Bullen, 30% Bären. Das ist so der Durchschnitt. Dieses Sentiment macht nur Aussagen, wenn wir Extremwerte haben. Aber was ich damit zeigen wollte, ist, dass immer noch viele Marktteilnehmer davon ausgehen, wir haben es hier mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun und das sehen wir eben doch dann ganz anders. Und wenn wir jetzt hier auf dem 60-Minuten-Chart uns den S&P angucken, dann sind wir gestern sogar ans erste Verkaufslevel dran gelaufen. Hier zum Ende der Sitzung hätte jetzt aber keinen Sinn gemacht, um 22 Uhr, es sei denn, man möchte jetzt über Nacht Position machen, da noch ein Daytrade aufzusetzen. Das bleibt aber weiter Verkaufslevel. Also diese 27.00 ist ein weiteres Verkaufslevel. Die Sequenz ist klar abwärts gerichtet und wir sehen hier im Moment keine Veranlassung, davon auszugehen, oder sehr wenig, keine stimmt nicht, aber wenig Veranlassung davon auszugehen, dass der Markt schnell wieder hier oben diese Tops erreichen wird. Was allerdings ein bisschen Anlass zur Sorge bereitet ist, und das seht ihr hier, ich habe es mal so angedeutet mit den blauen Linien, was heißt Anlass zur Sorge aus Sicht eines Traders, von anderen Aktienbesitzern eher nicht so, ist, dass wir hier eine Range definiert haben, in der der Markt jetzt lustig hoch nach oben und nach unten schwankt, ist eine tolle Trading Range, weil sie groß genug zum Traden ist. Nur, der Anfang von der Trading Range ist immer spannend, nur wenn der Markt weiter sich in dieser Range etablieren sollte, dann passiert im nächsten Schritt, dass die Vola rausgeht und dann wird es eklig. Ja, saisonal könnte das durchaus auf uns zukommen, weil ich meine, also ab 15. Dezember ist eigentlich immer mehr so ein bisschen der Markt in so einem Pausenmodus drin. Also das wäre ja aus der saisonalen Sicht ein Faktor, der hier eine Rolle spielen kann. Und für uns ist es jetzt einfach wichtig, dass wir nur zumindest darauf vorbereitet sind. Ich würde jetzt nicht die Finger direkt vom Markt lassen, nur weil ich hier so ein bisschen hoch, runter gegangen ist, weil tendenziell, ihr seht, sind die Bewegungen groß genug, dass man noch was verdienen kann. Aber wir sollten jetzt ganz genau auf das Feedback achten von unseren Trades und auch vom Markt. Wenn er jetzt weiter hier den Range-Modus aufnimmt, dann bedeutet das für uns, dass wir uns substanziell in unserem Trading zumindest mal für ungefähr 1-2 Monate umstellen müssen, bevor dann Richtung Ende Januar, Anfang Februar wieder richtig Bewegung zu erwarten ist.
Für mich allerdings, und das ist jetzt hier eigentlich das Entscheidende, und das können wir uns jetzt hier auch nochmal angucken. Wir verfolgen ja diejenigen, die unseren Marktkommentar regelmäßig hören, wissen, dass ein Count auf diesem Markt, das heißt, wir versuchen diesen Markt so ein bisschen zu strukturieren, und das hier war unser erster Abwärtsimpuls, den wir hier runter gesehen haben. Wir können auch große Welle A sagen, wie auch immer, und wir haben dann hier im Moment dieses Pattern A, B, C. Das wäre ideal gewesen, wenn das C hier drüber gegangen wäre, und dann hätten wir nämlich hier uns dann schon die B-Welle fertig gehabt und wären in die C hineingegangen. Das ist ein möglicher Count, aber dadurch, dass wir hier oben versagt haben, sind die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen gestiegen, dass wir jetzt hier zum Beispiel eine Dreiecksformation sehen können mit einem Abschluss so, und dass die B hier erst dann zum Ende kommt und wir dann entsprechend nach unten laufen. Also das wäre eine Möglichkeit. Ich lösche mal die raus. Eine andere Möglichkeit wäre, und auch das spricht so ein bisschen für das Range, das war das A hier, und jetzt haben wir hier hoch ein A gesehen, und wir sehen jetzt diese Bewegung runter, hoch, runter, könnte auch durchaus ein fertiges B sein. Wir achten hier auf dieses hohe Volumen. Das ist immer Volumen mit Reversal. Oh, läuten bei mir auch die Alarmglocken. Und dann hätten wir hier auch nochmal Platz für ein C, was dann tatsächlich hier oben die Tops nochmal leicht rausnimmt. Und das wäre dann mein sogenanntes B. Und dann geht es hier runter. Was alle Szenarien gleich haben, ist im Moment, dass die Wahrscheinlichkeit, und das sehe ich so bei 80% im Moment, so ungefähr, dass wir irgendwo zum Ende dann doch, wenn wir die Seitwärtsrange verlassen, deutlich, deutlich tiefer gehen. Es gibt zwar eine Variante, wo man den Markt bullisch sehen kann, aber da fehlen mir einfach die weltpolitischen Faktoren für die Krise USA-China. Ist eher dabei, sich zuzuspitzen als zu entspannen. Wir haben nächste Woche Brexit-Geschichte. Auch da gibt es eher der Status quo, nämlich No Deal, bestätigt wird, was katastrophale Folgen für nicht nur Großbritannien, sondern insgesamt den wirtschaftlichen Freiverkehr innerhalb Europa bedeuten würde. Wir sehen dann vor allem natürlich Rückgänge in dem Wirtschaftswachstum. Ich habe gesagt, ja schon darauf hingewiesen, gerade in Deutschland sind wir im letzten Quartal geschrumpft, und das ist ein Anzeichen von Rezession. Und was wir vor allem sehen, und das ist jetzt eine ganz entscheidende Sache, ihr wisst, ich handle immer gerne die Zinsmärkte, und die Bond-Jungs sind eigentlich immer die Schlausten. Und wenn wir uns den Zinsmarkt angucken, und ihr wisst, ich bin jetzt, weiß Gott, kein Zinsbulle, aber wir haben den natürlich in den letzten Monaten trotzdem aufwärts gesehen. Und was wir hier entsprechend sehen, ist einfach, dass die Anleger eine neue Strategie sozusagen implementiert haben in den letzten 3 Monaten, nämlich dass sie wieder verstärkt in die Anleihen hineingehen, nach dem Motto, da packe ich mein Geld sicher. Und wenn die Bondhändler so massiv die sicheren AAA-Anleihen suchen, dann zeigt das einfach, dass die Märkte in den Risk-Off-Modus gehen und dass den Aktienmärkten Liquidität entzogen wird, was in die Rentenmärkte reingeht. Denn ihr müsst immer überlegen, das Geld wandert. Also es bleibt nicht irgendwo in einem Markt und wird dann rausgenommen. Ja, es gibt auch kein Kopfkissen, unter dem es versteckt wird, sondern es geht irgendwo raus und es geht irgendwo rein. Und wir sehen eben, es geht hier massiv in die Rentenmärkte rein. Und wir haben ja beim Bund Future auch ganz klar eine Aufwärtssequenz. Und die haben wir auch ganz brutal verfolgt in den letzten Wochen hier. Und wir sehen das jetzt hier, die setzt sich weiter fort. Und Leute, wenn ihr Musterbeispiel für Sequenztrading und wie geil Sequenztrading funktioniert sehen wollt, dann schaut euch einfach den Bund an. Da gab es einfach wirklich Einstiegsgelegenheiten ohne Ende. Heute Morgen ist gerade wieder der Markt rückgesetzt auf das nächste Einstiegslevel, wobei ich jetzt noch keine Position habe. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir da agieren. Wir sehen hier auf jeden Fall einen Aufwärtstrend und der hat Bestand. Und das heißt, Bund Future bleibt weiter long, S&P bleibt weiter short, allerdings mit dem Hintergedanken, Achtung, wir könnten jetzt so zum Ende des Jahres schwankende, kleiner werdende Amplitude so ein bisschen in den Seitwärtsmarkt laufen.
Naja, DAX vom Trend her ganz klar mit den neuen Lows bestätigt. Da wäre jetzt ein ideales Einstieg-Level, Rücklauf an diese alten Tees hier. Sollten wir das heute im Laufe des Tages sehen, werden wir sicherlich da versuchen zu shorten. Ja, dann bleibt natürlich noch der Euro. Der ist auch so ein bisschen ja, im Moment Typ Kopfzerbrechen-Markt. Denn wir sehen eigentlich die letzten Tage hier nur hin und her. Er hat sich in der Trading Range 1,1420, 1,1320 festgesetzt. Und solange er in dieser Range ist, sehen wir einfach gar kein Potenzial, da irgendwo wirklich was rauszuholen. Wir haben es gestern mal auf der Long-Seite im Future Live Trading Room probiert. Das hat so mittelmäßig geklappt. Das war jetzt kein Verlust, aber es hat nicht wirklich toll geklappt. Und ja, jetzt halten wir uns wirklich für heute aus der raus. Also ich fasse mal zusammen. S&P down, DAX down, ganz klar. Und da müssen wir nur im Hinterkopf behalten, dass der saisonale Effekt jetzt ein bisschen auf seitwärts geht. Aber wir haben natürlich noch einen News-Driven-Markt. Bund ganz klar aufwärts. Da müssen wir die Abwärtskorrekturen entsprechend kaufen. Und Euro ist neutral. Und ja, jetzt noch kurze Ansage zu nächster Woche, da ich nächste Woche nicht in Deutschland bin. Ich werde wahrscheinlich meine Marktkommentare morgens sehr früh zur Verfügung stellen. Sollte mir das aus irgendeinem Grund aber nicht gelingen, dann werden sie erst im Laufe des Nachmittags eintrudeln. Das solltet ihr wissen. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht nächste Woche jeden Tag einen Marktkommentar machen. Das ist einfach nicht notwendig bei so klaren Trends. Und ja, so viel erstmal dazu. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche bis dann. Bye, bye.